Der Genesis GV60 Sport Plus bietet 77,4 Kilowattstunden Strom und 360 kW, ergo 490 PS. Der Preis mindestens 73.100 Euro. Typisch Genesis sind die zwei Streifenleuchten. Das Format irgendwo zwischen SUV und Crossover. Konkret misst der GV60 4,52 Meter in der Länge. Üppig dimensioniert sind die 21 Zoll Räder. Das Heck fließt in Coupé-Form aus, garniert mit einem zackigen Eyecatcher an der C-Säule. Ganz ruhig dagegen der Elektroantrieb. Man kann aber auch eine akustische Untermalung aktivieren. Futuristisch ist gerade eingestellt. Das probieren wir jetzt einfach mal. Ja, Captain Future ruft an, aber das kann man natürlich auch ändern. Hier gibt es nämlich sogar die Option Verbrennungsmotor. Ja, also ich weiß nicht, welches Auto das nachahmen soll. Auch das Fahrwerk baut auf elektronische Unterstützung bzw. Informationen. Das soll gleichermaßen Sicherheit und Komfort erhöhen. Wir haben zum einen adaptive Dämpfer, aber zum anderen auch eine Kamera, die nach vorne raus den Boden scannt, eben nach Unebenheiten und dementsprechend dem Computer mitteilt, kommt da was, kommt da nichts. Und so soll auch das Fahrwerk entsprechend eingestellt werden. Aber so richtig gut klappt das irgendwie nicht, denn so ein richtiger Kanaldeckelschmuser, das ist er nicht. Das Puzzle des Fahrgefühls setzt sich aus vielen Teilen zusammen. Dazu gehören vor allem auch die Lenkung und das Kurvenverhalten. Man kann hier schön mit der Lenkung arbeiten, aber ohne, dass die einem jetzt ein wirklich sportliches Gefühl gibt. Er neigt sich so ein kleines bisschen. Es wirkt schon so, als hätte er reichlich Grip, aber so richtig wie ein dediziertes Sportmodell fühlt sich das für mich nicht an. Mal sehen, was die Fahrmodi noch bereithalten. Zunächst der Innenraum. Feine Materialien in guter Verarbeitungsqualität schaffen ein edles, beinahe spaciges Ambiente. Auffällige Spielerei, die beleuchtete Glaskugel, mit der man die Fahrstufen wählt. Schnörkelloser, der Kofferraum mit 432 bis 1550 Liter. Nicht viel mehr als eine Ladekabelgarage, der Frunk mit 20 Litern Volumen. Ja, das Cockpit des Genesis GV60, das ist schon ein ganz schön wilder Mix aus ganz verschiedenen Dingen. Denn zum einen sieht das hier alles relativ abgespaced aus. Wir haben viel hier von dieser komischen Alu-Optik. Ich weiß selber nicht genau, was das darstellen soll. Also es ist sehr viel helles Metallimitat hier verbaut. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man das Auto ablenkungsfrei, schnell und sicher bedienen kann. Denn wir haben hier zum einen noch einen Drehdrücksteller und wir haben auch Schnellwahltasten. Das heißt, ich kann hier zurückgehen auf den Homescreen und habe auch immer eine Menütaste, um in die jeweiligen Menüoptionen zu gehen. Das ist echt praktisch. Genauso wie die Tastenleiste hier unten für Sitzheizung, Lenkradheizung, Parkassistenz. Da komme ich einfach sehr, sehr schnell dran. Ebenfalls klasse gelöst bei der Bedienung hier vorne verschiedene Schnellwahltasten, mit denen ich in einzelne Menüs reinkomme. Und auch die Klimaanlage kann ich noch recht klassisch bedienen, aber auch über ein paar Touchfelder. Also es ist so ein schöner Mix aus Touch und echten Tasten. Das macht es einfach modern, aber trotzdem immer noch sehr intuitiv und ablenkungsfrei nutzbar. Ebenfalls auf echt hohem Niveau ist die Qualität in diesem Auto. Denn alles, was man hier anfasst, auch wenn es Kunststoff ist, fühlt sich hochwertig an. Es sind schöne Ledersorten ausgewählt worden, die sind sehr, sehr sauber vernäht. Die Tasten fühlen sich hochwertig beim Drücken an. Das Auto klappert nicht. Alles hat so einen gewissen eigenen Charme, weil so diesen ganzen Cockpit-Aufbau und auch seine Materialien, wie er verwendet, wie er sie anordnet, das ist so ein bisschen was Besonderes. Was mir nicht so sehr gefällt, das Lenkrad hier in der Mitte, das hat diese großen Wulste hier für die ganzen Tasten und dadurch fühlt sich das so ein bisschen klobig an. Gerade bei einem Auto, was ja auch Sport Plus heißt, würde ich mir ein Lenkrad wünschen, was sich ein bisschen weniger traktorartig anfasst. Außerdem, was wir auch noch an Bord haben, ebenfalls sehr, sehr praktisch, ist ein großes Head-Up-Display hier vorne. Das ergänzt das große Tacho-Display hervorragend. Ich habe alle wichtigen Informationen in der Frontscheibe. Das ist ebenfalls sehr, sehr schön. Was natürlich beim Elektroauto erstmal besonders wichtig ist,
kann er mir denn eine ordentliche Route zusammenstellen mit Ladestopps. Dafür suchen wir jetzt hier einfach mal Stuttgart. Das kann ich natürlich auch per Sprache eingeben. Denn nach Stuttgart würde ich es aktuell nicht schaffen mit meiner jetzigen Reichweite. Deswegen schauen wir mal, ob er uns da was zusammenbauen kann. So, jetzt zeigt er mir an, Akkuladung nicht ausreichend, um das Ziel zu erreichen. Fahren Sie eine Ladestation auf der Route an. Da kann man jetzt Ladestation suchen anwählen. Und dann zeigt er mir alle Ladestationen auf dem Weg an. Er plant sie mir aber nicht direkt ein. Das bedeutet, hier oben kann ich auf Filter gehen. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, ob ich AC-Säulen, DC-Säulen oder High-Performance-Charging möchte. Wir fahren ein koreanisches Elektroauto auf eGMP-Plattform. Das heißt, wir wollen natürlich High-Performance laden, weil wir können über 200 kW, wir sind sowieso die Chefs an der Ladesäule. Und dann zeigt er mir die verbleibenden Ladesäulen an, aber ich muss dann eben selber entscheiden, welche ich davon nehmen will. Das heißt, alle, die irgendwie erreichbar sind, zeigt er mir jetzt an. Das heißt, ich wähle hier jetzt zum Beispiel eine Ionity an, lege meinen Wegpunkt dahin und dann zeigt er mir hier die fertige Route an. Die muss ich noch berechnen. Also ihr merkt schon, er kann das durchaus, das funktioniert, aber man muss ein bisschen mehr Arbeit investieren als bei anderen Herstellern, die das eben vollautomatisch machen. Und es fehlt auch so ein bisschen an Informationen, mit wie viel Akku ich da noch ankommen werde und so weiter. Das würde ich mir noch wünschen, dass es alles noch ein bisschen feiner ist und ein bisschen automatisierter auch. Aber grundsätzlich, er kann es und das hilft schon mal sehr. Ja, im Fond des Genesis GV60 fällt mir als erstes auf, dass ich meine Füße nicht unter den Vordersitz bekomme. Das klingt immer so wie eine Kleinigkeit, aber es sorgt einfach dafür, dass ich meine Beine weiter hinten platzieren muss und dadurch wird auch mein Kniewinkel steiler und ich sitze unbequemer. Denn eigentlich ist die Kniefreiheit hier ziemlich gut, aber durch den steilen Kniewinkel wird es eben ein bisschen unbequemer. Was ich auch merke, Kopffreiheit, wenn ich so einigermaßen gerade sitze, ist noch okay. Wenn ich mich aber anlehne, wird es hier hinten am Hinterkopf auch relativ eng. Dafür ist es hier hinten aber auch relativ schön. Man hat immer noch sehr ansprechend gestaltete Türtafeln. Selbst hier hinten liegt so eine Art Rauleder in der Tür drin und auch hier gibt es gestepptes Leder. Das heißt, auch wenn der Fond ein bisschen eng ist an manchen Punkten, ist er immer noch sehr, sehr ansprechend gestaltet. Schauen wir uns mal an, ob der Genesis auch einen adäquaten Frunk zu bieten hat. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist eher ein Frunkchen, denn diese 20 Liter hier unter der Plastikklappe, die sind nicht der Rede wert, denn da passt höchstens eine Tüte Milch und ja, vielleicht noch ein Mini-Einkauf rein. Die Kabel jedenfalls nicht, deswegen, ich weiß auch nicht so genau, was man mit diesem kleinen Ding hier soll. Ja, für ein bisschen Kleinkram taugt er, aber auch nicht für mehr. Das Laden, das ist normalerweise die Spezialdisziplin der koreanischen Elektroautos. Zumindest dann, wenn sie auf der eGMP-Plattform stehen, so wie der Hyundai IONIQ 5 und der Kia EV6. Der Genesis GV60 steht ebenfalls auf der Plattform und hat dementsprechend 800 Volt Technik für seinen 77,4 Kilowattstunden Akku. Dementsprechend, wenn sich die Ladeklappe öffnet, fließt hier richtig schnell Strom rein. Normalerweise. Denn bei uns im Test, obwohl wir ihn vorkonditioniert haben, war er diesmal nicht so schnell. Mehr als 150 kW hat er im Test leider nicht geschafft. Damit dauert es auch von 10% auf 80% 29 Minuten. Im Vergleich zu anderen E-Autos immer noch ein sehr guter Wert, aber eben nicht das, was er mit seinen 240 kW Maximalladeleistung, die zumindest der Hersteller angibt, normalerweise kann. Wir müssen ihm zugute halten, andere Testwagen haben das im Test auch schon geschafft. Die haben die Ladeleistung erreicht und die 10% bis 80% auch in knapp unter 20 Minuten absolviert. Nur diesmal soll es halt einfach nicht sein. Die Reichweiten fallen ganz ordentlich aus, wenn auch nicht brillant. 292 Kilometer auf Basis des Testverbrauchs und basierend auf dem sparsameren Eco-Verbrauch sogar 396 Kilometer. Das kann sich zumindest sehen lassen. Größere Freude möchten die 360 kW entfachen, die vollends anliegen, wenn man den Boost aktiviert. Für 10 Sekunden sind so 20 Kilowatt extra freigeschaltet. Ja, komm, wir wollen es jetzt richtig wissen. Wir drücken jetzt mal hier auf diesen Boost-Knopf und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier passiert. Boah, also 490 PS. Ja, er ist sauschwer, aber das juckt ihn einfach überhaupt nicht. Der schießt hier aus der Ortschaft raus. Bei gemäßigtem Druck aufs Fahrpedal kommt der Genesis 292 Kilometer weit. Im Eco-Modus sind es 396.
Beim 0-100-Sprint geht's um die Dynamik des Allradlers. Wir lassen die Bremse los und dann geht das hier aber vorwärts. Eieieiei. Nur 4 Sekunden vergehen bis 100 km/h auf trockener Strecke. Die 700 Newtonmeter Drehmoment schieben ordentlich an. Beim Bremsen setzt der Genesis auf 255er Michelin Pilot Sport e.V. im üppigen 21 Zoll Format. Es sind 36,1 Meter, die der Südkoreaner aus 100 km/h zum Halten benötigt. Außerdem gibt's da noch einen gewissen Drift-Modus. Oh ja, haha. Nächster Versuch. Highspeed-Driften mit 2,2 Tonnen. Man muss ihn so ein bisschen überreden dazu, aber wenn man einfach voll auf dem Stempel bleibt, dann hält er das auch wirklich durch. Wenn es dem GV60 Sport Plus zu bunt wird, regelt die Elektronik. Und der reaktivierte vordere Motor sorgt wieder für vollen Allradgrip. Insgesamt ist der Genesis ein optisch besonderes und komfortables Auto. Die viele Kraft spielt er vor allem auf Geraden am besten aus. Ich würde mir den Genesis GV60 Sport Plus kaufen, wenn ich ein individuelles Premium-Elektroauto suche, das besonders gut auf Langstrecke funktioniert, aufgrund kurzer Ladezeiten. Ich würde mir den Genesis GV60 nicht kaufen, wenn ich ein besonders sportliches Elektroauto suche. Denn das ist der GV60 auch als Sport Plus nicht. Was meint ihr? Genesis ist ja noch eine sehr junge Marke auf dem deutschen Markt. Hat Genesis das Zeug, sich gegen die etablierten Hersteller durchzusetzen? Oder bleiben sie eine Randerscheinung, wie es auch Lexus ist? Jetzt sind Sie gefragt. Wer macht 2024 das Rennen und wer wird abgehängt? Sie entscheiden bei Best Cars, Deutschlands große Leserwahl von Automotor und Sport. Wählen Sie jetzt die besten Autos und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Cupra Tavascan oder einen Renault Clio. Jetzt scannen und mitmachen.